Herzlichen Dank, Herr Fabisch, für die Einladung. Herzlich willkommen zu unserem Mediengetogether. Ich möchte Sie auch im Namen des österreichischen Journalisten begrüßen. Mein Name ist Georg Teitl. Ich halte Sie nicht mehr länger auf. Ich darf gleich Christian Werschütz bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Christian Werschütz vorzustellen, wer Wasser von den Bach rollt nach Athen und was immer man wohin tragen muss. Bitte heißen Sie den Journalisten des Jahres herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Fabisch, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf zunächst jenseits des Manuskripts auf das eingehen, was Sie gesagt haben. Wir haben gerade in Kroatien beispielsweise einen massiven Braindrain, eine massive Abwanderung von jungen Fachkräften. Wir haben das auch in Serbien. Wir haben ganze elektrotechnische Fakultäten, die abgeschlossen haben und dann weggehen. Das ist natürlich der sacre Egoismo, der heilige Egoismus auch jener Länder, die sie gerne aufnehmen, weil sie gut qualifiziert sind. Wir dürfen dann nicht vergessen, was das auch für die Ausbildungskosten dieser Länder bedeutet. Wenn wir uns daran erinnern, dass man vor dem Zusammenbruch der DDR mal übersetzt hat mit der dumme Rest, sprich die dort geblieben sind, kann man sich sehr gut vorstellen, was das auch für die Volkswirtschaften dieser Länder bedeutet, von der Elektrotechnik über die Architektur bis hin zu sehr vielen anderen Ausübungen. Und ich würde ja mal sagen, gerade im Beispiel Serbiens kann man wohl sagen, wir haben jetzt 7,3 Millionen Serben, mehr als 4 Millionen Serben leben im Ausland. Also die hier weggegangen sind, haben natürlich die Volkswirtschaften ihrer Länder massiv belastet, vor allem langfristig gesehen, weil natürlich auch die weggegangen sind, die eigentlich für Veränderungen da waren. Und ob sich Serbien so entwickelt hätte, ohne diese massiven Wanderungsbewegungen, die es gegeben hat, wird man nie feststellen können, aber natürlich das aktive und auch das aufgeschlossene Potenzial ist gegangen. Zum Thema, das was ich Ihnen hier heute sagen werde, sage ich Ihnen als Christian Werschütz, nicht als Vertreter des ORF oder auch gar nicht im Namen des ORF, aber das, was ich hier thematisieren möchte, thematisiere ich heraus aus einer eigentlichen Sorge, die ich verfolge, denn auch ich habe 1995 für die Europäische Union gestimmt. Auch ich bin daran interessiert, als jemand, der im März Großvater wird, dass seine Kinder und Enkel in stabilen Verhältnissen aufwachsen. Und ich sehe eigentlich mit einer gewissen Sorge eine Destabilisierung der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten entlang der Linie Viktor Orban und Angela Merkel. Und ich glaube, dass das Zerreißproben sind, beziehungsweise auch politische Konsequenzen haben kann in den kommenden Jahren, die auch die politischen Systeme, in denen wir heute relativ stabil und mit relativem Wohlstand leben, wirklich gefährden werden können. Wie berichten wir und wie berichtet man sehr häufig? Häufig berichtet man nur in Wellen. Das heißt, mit einer gewissen Hysterie und mit einer gewissen Endzeitstimmung oder Endzeiterwartung. Am stärksten habe ich das erlebt, dass wir in Japan das Atomunglück in Fukushima gehabt haben. Ich war in dieser Zeit beauftragt, in Slowenien zu berichten. Slowenien und das Atomkraftwerk Krško hatte eine völlig andere Haltung zur Atomenergie als Österreich beispielsweise. Und wenn ich die Berichterstattung zwischen Österreich, Deutschland und Slowenien verglichen habe und mir das angeschaut habe, hatte ich den Eindruck, ich bin auf einem völlig anderen Planeten. In Slowenien hat man über das Erdbeben berichtet, über die Folgen des Erdbebens für die Zivilbevölkerung. Man hat auch am Anfang bereits versucht zu erklären, was war eigentlich die Ursache des Unfalls. In Österreich und Deutschland hatte ich den Eindruck in der Art und Weise der Berichterstattung, dass man diese Berichterstattung nur noch damit hätte überbieten können, indem man gesagt hätte, Nostradamus hatte Unrecht, die Welt geht nicht 2013 unter, sondern bereits 2012. Das heißt, wir haben eine massive Tendenz zur Kampagnisierung, wir haben eine massive Tendenz meiner Ansicht nach auch zur Hysterisierung und damit verbunden in sehr vielen Medien, sehr noch stärker meiner Ansicht nach ausgeprägt in bundesdeutschen Medien, als bei uns eine Tendenz zu einer schwarz-weiß, gut-böse Positionierung, die Grauschattierungen oder Zwischentöne eigentlich völlig außer Acht lässt.
die Atomkraft ist böse, Serben und Slobodan Milosevic waren böse, der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch war böse, Putin ist böse. Und wer die russische Interessenslage verstehen will und sie in einer Berichterstattung berücksichtigt oder in Rechnung stellt, der wird dann als Putin-Versteher abqualifiziert, ebenso wie jemand, der Missstände kritisiert in der Europäischen Union, der wird dann abqualifiziert zum Antieuropäer. Das ist genau das, was Karl Popper in seinen Werken immer kritisiert hat, in seiner Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus. Wir gehen nicht auf die Argumente ein des anderen, sondern jemand, der der bourgeoisen Klasse angehört, kann ihm nicht im Besitz der Wahrheit sein, so hat es im Kommunismus geheißen. Und wir setzen uns eigentlich immer weniger mit verschiedensten Argumenten auseinander, auch verbunden natürlich dadurch, dass wir in den Redaktionen, das kann man offen sagen, oft immer weniger Leute haben, einen immer größeren Zeitdruck haben, immer weniger Journalisten, immer mehr Themen bemühen müssen und gleichzeitig natürlich wir auch einen immer größeren Zeitdruck haben. Als ich 2000 nach Serbien gegangen bin, haben amerikanische Medieninstitutionen und Medienbeobachter den Slobodan Milosevic zu den 10 schlimmsten Feinden der Presse weltweit erklärt. Das war etwas, was damals nicht gestimmt hat und auch heute nicht stimmt. Milosevic war kein Diktator, war ein Autokrat und ein autoritärer Herrscher. Aber die gesamte regionale Presse, mit Ausnahme von Radio Belgrad, war in den Händen der Opposition. Es gibt sehr viele Medien in Serbien, die zu den Gemeinden gehören, zu Städten gehören. Und Zoran Cinjic hätte Slobodan Milosevic gemeinsam mit Vojislav Koštunica nie besiegen können, hätte es nicht diese starke Opposition in den regionalen und in den lokalen Medien gegeben. Heute, Slobodan Milosevic ist seit 15 Jahren Geschichte, Aleksandar Vučić ist Ministerpräsident, interessiert keinen mehr die Medienfreiheit in Serbien oder in der Ukraine. Dabei würde ich einmal sagen, dass die Medienfreiheit in Serbien oder in der Ukraine heute nicht besser ist, als sie unter Slobodan Milosevic war. Sie ist sogar schlechter, und zwar mit dem Punkt, dass die OSZE, die sich ja als Medienwachhund versteht, heute jedenfalls nicht mehr Stellung nimmt, wenn irgendwo in Regionalzeitungen politischer oder wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird oder bei regionalen Fernseh- und Radiostationen, während man bei Milosevic jedes Mal, wenn er nur gehustet hat in Richtung B92, dann aufgeschrien hat. B92 ist übrigens heute nicht mehr B92, was es damals war. Es gehört einem griechischen Investor und ist heute ein weitgehend kommerzialisierter Sender. Beim Radio ist es noch etwas besser. Das beste Beispiel für die Geschwindigkeit, mit der man Personen vom akzeptierten Staatsmann zum Bösewicht stempeln kann, ist für mich Muammar al-Gaddafi. Ich kann mich noch erinnern, wie Gaddafi wegen Lockerbie im Faschist war, auch wegen seines Atomwaffenprogramms. Dann hat man beide Seiten bereinigt, beide Sachen bereinigt. Gaddafi ist in Europa empfangen worden, nicht nur von Bruno Kreisky. Und als der Angriffskrieg der Franzosen und der Briten gegen Libyen begonnen hat, zack, war er plötzlich einer der größten Diktatoren, so in der Reihenfolge Hitler, Stalin und dann Gaddafi. Warum man hier nicht hinterfragt hat, warum der ein paar Monate von Berlusconi vorher noch empfangen wurde oder möglicherweise auch den Wahlkampf des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy finanziert hat, ist mir nicht klar. Aber wir leiden eben darunter, dass wir nicht überlegen und viel zu wenig Kräfteverhältnisse analysieren, politische und machtpolitische Interessen analysieren und uns viel zu sehr von derartigen Medienkampagnen oder politischen Kampagnen treiben lassen. Ähnliches haben wir auch in der Ukraine erlebt, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Am Beginn war der Maidan tagsfrei. Jeder, der dort gestanden ist, war per se proeuropäisch und ein Demokrat. Ich bin selbst bei einem Live-Einstieg gestanden, wo neben mir eine deutsche Korrespondentin eines öffentlich-rechtlichen Senders sich dazu hergegeben hat und gesagt hat, leider ist Janukowitsch Präsident der Ukraine, eine Aussage, die meiner Ansicht nach einem Korrespondenten in der Weise nicht zusteht. Man hat damals dann zunächst den Herrn Klitschko über die Bild-Zeitung in einer Weise aufgebaut, mit einer Popularität in Deutschland, die in der Ukraine nie gehabt hat.
dann die Klitschko, dann hat man Klitschko fallen lassen, dann war es die Timoschenko, wie sie aus dem Gefängnis entlassen wurde, und als man dann endlich den Kandidaten gefunden hat, den man wollte, nämlich den Herrn Poroschenko, war das dann die demokratische Opposition oder die demokratische Option. Das Problem ist nur, Herr Poroschenko ist Mitbegründer der Partei der Regionen, war Wirtschaftsminister unter Viktor Janukowitsch. Und ich habe selbst noch die Bilder mehrmals verwendet, wo Janukowitsch und Poroschenko gemeinsam den Flughafen von Donetsk für die Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine eröffnet haben, der mittlerweile ja bekanntlich nur mehr eine Ruine ist. Das Gleiche haben wir auch beim Ukraine-Bashing gehabt in der gesamten Auseinandersetzung mit Russland. Die Ukraine wurde quasi zum Hort des Neonazismus hochgestilisiert. Es gibt derartige Strömungen, es gibt derartige Bewegungen. Nur bei 40 Millionen oder 43 Millionen Einwohnern gibt es natürlich auch ein derartiges Potenzial. Das Interessante an dem derartigen Potenzial ist nur, dass der Kandidat dieser Gruppierungen bei der Präsidentenwahl mit 1% weniger Stimmen bekommen hat, als beispielsweise der Kandidat der jüdischen Gemeinde, der dort kandidiert hat. Und um also die Verwirrung ganz voll zu machen, der brave Sektor, der also als Symbol für diese gesamten neonazistischen Tendenzen gilt, einer seiner braven Finanziers war Igor Kolomoisky, einer der bekanntesten Großindustriellen und deklarierter Vertreter der jüdischen Gemeinde in der Ukraine. Das, was uns also meiner Ansicht nach fehlt, ist jene Distanz, innere Distanz zu den Themen, über die wir sehr oft berichten, und jene Ruhe oder jene Erkenntnis, dass das nicht unsere Länder sind, jedenfalls in meinem Fall, über die wir berichten, und daher auch wir uns viel zu sehr oft in innenpolitische Niederungen dieser Länder begeben oder auch selbst manipuliert werden, denn Journalisten sind halt sehr oft auch Opfer von Manipulation und nicht nur, wie man das so gemeinhin gern hören möchte, Manipulatoren. Worin besteht meiner Ansicht nach die grundsätzliche Aufgabe eines Journalisten? Für mich hat sie Leopold von Ranke, der deutsche Historikerpapst, definiert, der meines Wissens bisher als einziger Historiker für seine römische Geschichte auch einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Er hat gesagt, was ist Geschichtsschreiben und Beschreiben, so wie es gewesen ist? Was ist die Aufgabe eines Journalisten, zu versuchen, zu beschreiben, wie es ist? Natürlich kommen wir da sehr rasch zur Frage des Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Aber wir haben eigentlich relativ klare, einfache und präzise Regeln, wie man versuchen kann, Wahrheit zu ermitteln, Check, Recheck, Doublecheck, um sich an diesen Kriterien zu orientieren. Schauen wir uns ein bisschen jetzt die aktuelle Berichterstattung an oder Themen, beispielsweise auch zur Frage Flüchtlinge, Schlepper, Migranten. Und ich darf Sie, Martin, bitten, zeigen Sie uns die Grafik des UNHCR dazu. Sind die neuesten Zahlen, die das UNHCR von den Flüchtlingsströmen bzw. Migrationsströmen veröffentlicht hat. Sie sehen hier, dass das UNHCR selbst Begriffe wie Flüchtlinge und Migranten verwendet. Etwas, das ich auch immer wieder tue. Warum, werde ich Ihnen noch erklären. Aber schauen wir uns einmal eine statistische Angabe an. Auf die Nationalitäten werde ich noch gesondert eingehen. Nämlich schauen wir uns diese Zahl an. Die demografische Struktur, man sieht es hier unten leider nicht mehr genau, aber das soll heißen, 69% sind Männer, 18% Frauen und 13% Kinder. Wenn wir uns die Berichterstattung anschauen, mit der wir tagtäglich konfrontiert sind und was mir auch immer wieder Leute sagen, wäre es wert, eine Studie zu machen, wie schaut die mediale Berichterstattung im Verhältnis zu diesen Personengruppen aus. Ich glaube, man kann mit einer gewissen Sicherheit sagen, wir haben eine in der Berichterstattung klare, eindeutige Überbewertung von Bildern mit Kindern. Nicht nur Bildern mit Kindern, wir haben auch immer wieder
Bilder, die zeigen, wie Flüchtlinge hinter einem Zaun stehen, vor Absperrungen stehen, als würden sie irgendwo eingesperrt sein, beispielsweise in den Auffanglagern, in denen sie jedenfalls in meinem Tätigkeitsbereich, also in Kroatien, Serbien oder Mazedonien waren. Und in der Hinsicht möchte ich Ihnen einen Beitrag abspielen, den wir in der ZIG24 veröffentlicht haben, und wir werden dann nach Ende des Beitrags noch einmal zu diesen beiden Bildern gehen, um es Ihnen zu zeigen. Aber zunächst einmal bitte die ZIG24, das war die ZIG24 vom vergangenen Freitag, also am Abend die Grenzsperre Kroatiens zu Serbien dann geöffnet worden ist. Staus an der kroatisch-serbischen Grenze prägten einige Tage das Bild. Am Nachmittag begannen sie sich aufzulösen, die Lage normalisiert sich, die Grenzübergänge sind wieder offen. Für das Einlenken von Ministerpräsident Zoran Milanovic dürfte es zwei Gründe geben. Erstens Großunternehmen wie Agrokor, die keine weiteren Verluste durch Importverbote kroatischer Waren nach Serbien hinnehmen wollten. Zweitens die EU. Kroatien will so rasch wie möglich dem Schengen-Vertrag beitreten. Dabei sind Verstöße gegen EU-Recht nicht hilfreich. Die Maßnahme erscheint nicht angemessen und vor allen Dingen auch proportional. Und vor allen Dingen, es kann nicht sein, dass ein einzelnes Land hier diskriminiert wird. Und das widerspricht eindeutig den Regeln und muss auch so angesprochen werden. Hahn besuchte heute gemeinsam mit Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vučić ein Aufnahmelager im serbisch-kroatischen Grenzgebiet. Die EU will nun 17 Millionen Euro für Serbien und Mazedonien bereitstellen, weil beide Länder ohnehin große soziale und wirtschaftliche Probleme haben. Wir werden weitere Auffanglager bereitstellen, die überdacht sind, damit die Menschen nicht nass werden. Ich gehe davon aus, dass wir ihnen einen angemessenen Aufenthalt ermöglichen können, und zwar wohl ein, zwei Tage länger als bisher. Wichtig ist, dass Europa eine umfassende Lösung vorlegt und uns sagt, was es von uns erwartet. Die Antwort blieb die EU bisher schuldig. Die Zeit drängt, auch wegen der kalten Jahreszeit, die sich immer deutlicher bemerkbar macht. Doch der Strom lässt bisher nicht nach. Diese Menschen mussten sogar die Nacht beim Grenzübergang Schied verbringen, weil das wichtigste Auffanglager Opatovac überfüllt war und die Kroaten mit dem Weitertransport nicht nachkommen. Massiv im Einsatz sind hier freiwillige Helfer, darunter auch aus Österreich. Die großen Organisationen, da kann ich nur suchen, dringender suchen, müssen Waren bereitstellen, ja, warme Kleidung, Decken, Zelte, bevor es regnet. Während des Regens Zelte aufzustellen ist sinnlos. Die Leute werden nass, dann ist ihnen kalt, dann nutzen die Decken nichts mehr, weil sie nass sind. Also bessere Planung, mehr Mittel zur Verfügung stellen. Und wie man das macht bei der Menge an Menschen, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Doch bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, obwohl das Bild der Flüchtlinge neben dem Friedhof vielleicht auch symbolträchtig ist im Sinne der großen Ideen, die in der EU nun möglicherweise zu Grabe getragen werden. Können wir bitte nach dem Aleksandar Vučić auf diese Bildsequenz hin? Sie sehen zum Beispiel vom Schnitt her gesehen, ist diese Schnittfolge ganz bewusst so gewählt. Wir haben ganz bewusst am Beginn kein Close-up gemacht, sondern eine Halbtotale, damit man sieht, dass das zum Beispiel nur Straßensperre ist. Ich habe unzählige Berichte gesehen, wo man auf deren Gebiete verzichtet hat, und man praktisch den Eindruck erweckt hat, als würden die, das ist nämlich eines dieser Bilder, nicht? Es geht da noch viel größere Close-ups, damit man also nur den Ausschnitt sieht. Für mich ist das also ein klares Zeichen gewesen, auch natürlich einer gewissen medialen Manipulation, die man hier vorgenommen hat. Welche Erfahrungen habe ich bei Horgosch 1, Horgosch 2 oder in Tovarnik gemacht? Ich habe schon gesagt, die Aufgabe eines Journalisten ist es, sich weder von Politikern, Wirtschaftstreibenden, irgendwelchen Lobbys, aber auch nicht von Schlepperorganisationen manipulieren zu lassen. Ich habe zum Beispiel den Eindruck gehabt, gerade wenn ich es mit so vielen Flüchtlingen und Migranten zu tun hatte, dass man immer eine Fremdsprache zu wenig spricht.
In dem Fall wären es eigentlich sogar drei gewesen, nämlich Arabisch, Farsi und von mir aus Pastunisch für die Afghanen. Aber wir hatten also interessante Erlebnisse, wie wir bei Horgos 1 gestanden sind und die Ungarn die Straße zugemacht haben, waren also ganz vorne die Afghanen. Zu mir kam ein Syrer, der hat mir im radebrechenden Englisch gesagt, ich sage Ihnen nur, die dort vorne sind keine Araber, das machen nicht wir. Und so weiter und so fort. Also es gab hier auch in diesen Gruppen ganz unterschiedliche, natürlich Gruppen mit ganz unterschiedlichen Strategien. Wenn man dort gestanden ist und man hat dort gesehen, Zettel geschriebene, no water, no food, open the border, dann haben die das natürlich nicht geschrieben für die ungarischen Grenzpolizisten, von denen fraglich ist, wie gut sie Englisch kannten, beziehungsweise sie konnten das teilweise durch die Aufsperrung, durch diese Blöcke auch nicht sehen. Es ist ganz natürlich ausgerichtet gewesen auf vor allem westliche Medien, um hier einen eindeutigen politischen Druck auszuüben. Wir haben dann diese Bilder auch verwendet, allerdings auch unter dem Hinweis, dass von den 600-700 Leuten, die dort gestanden sind zu dem Zeitpunkt, bestenfalls 5 dann in den Hungerstreik getreten sind, wenn überhaupt. Bei Horgos 2, das ist dieser kleine Grenzübergang, wo wir diesen Tränengaseinsatz gehabt haben, hatten wir auch recht interessante Erlebnisse. Auch dort haben also die Speerspitze dieser Demonstranten, die mit der Polizei dann in Konflikt geraten sind, Afghanen gebildet, nicht Syrer oder andere. Wie wir dorthin gekommen sind an dem Nachmittag, war die Grenze zu Kroatien bereits offen. Also es war klar, man kann über Kroatien weiterreisen, dann nach Ungarn bzw. Österreich. Der Autobus, der dort gestanden ist, der serbische Autobus, der die Menschen in das Auffanglager Kanische hätte bringen sollen, das war 15 Kilometer entfernt und von dort ist man dann weitergefahren nach an die kroatische Grenze, war praktisch leer zu dem Zeitpunkt. Wir hatten dort kampierend vor diesen Demonstranten und diese ganze Situation ist ja deswegen begonnen zu eskalieren, weil es gab dort eine Metalltüre, also so zwei Metallabsperrungen. Und die waren unten offensichtlich nur mit Ketten also verschlossen oder zusammengehalten. Und in Belgrad bereits haben drei Gruppen ein sehr gutes Geschäft gemacht, die Taxifahrer, die Leute, die dort Zimmer vermietet haben und das dritte im Zentrum von Belgrad gab es ein Eisenwarengeschäft. Wir sind dort hineingegangen, haben mit denen also auch geredet. Der hat gesagt, so viele Zangen und Schneidwerkzeuge für Zäune und so weiter habe ich noch nie verkauft. Also das ist das Geschäft meines Lebens gewesen. Und das hat man natürlich dort eingesetzt. Und ich bin dort gestanden in einer kleinen Familie, da waren 3, 4 Frauen, 2 Männer. Und der Mann hat so ein bisschen Englisch gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum gehen Sie nicht zu dem Autobus? Der bringt sie von dem Autobus nach Kanisha, der bringt sie dann weiter an die kroatische Grenze. Die werden hier die Grenze nicht aufmachen und außerdem schauen Sie sich die Situation dort an, wenn es eskaliert. Sie haben eine 5-jährige Tochter dort, Tränengaseinsatz, denken Sie an Ihr Kind, was das bedeuten kann. Und der hat mich dann etwas ungläubig angeschaut, dann kam ein anderer Mann zu ihm und die Antwort war, Sie haben Unrecht, in 5 Minuten wird die Grenze geöffnet. Die Prognose war falsch, in 10 Minuten später war dann die ganze Eskalationsstufe, die erste da mit dem Tränengaseinsatz. Wir haben das also alles so ziemlich abgekriegt und ich habe dann mit dem Mobiltelefon das Mädchen daneben gefilmt, wie der Vater sich verzweifelt bemüht hat, dem Kind die Augen auszuwaschen. Also ich spreche nicht Arabisch und ich konnte mich dort also dann nur zunächst nur über radebrechend Englisch oder Französisch verständigen, aber ich habe sehr wohl den Eindruck gehabt, dass es dort also auch Kapos gegeben hat, die das organisiert haben, beziehungsweise die natürlich ganz bewusst darauf gesetzt haben, diese Bilder zu produzieren, ganz klar auch um politischen Druck auf die ungarische Regierung aufzuüben. Das interessanteste Erlebnis in dem Zusammenhang hatten wir in Tovarnik. Das war dieses erste kroatische Auffanglager. Wir waren also am Tag 2 nach der Verlagerung an diesem kleinen Grenzbahnhof. Es war dort eigentlich eine fürchterliche Situation. Die Kroaten hatten das überhaupt nicht im Griff, nämlich auch deswegen nicht im Griff,
weil sie einen kleinen Grenzbahnhof haben. Es hatte 32, 33 Grad, es gab viel zu wenig Wasser. Es gab dort in dem Grenzbahnhof, wo das abgesperrt war, keine einzigen Toiletten. Also für eine fürchterliche hygienische Situation. Ich verstehe nicht, dass man eine Lage so falsch einschätzen kann. Und ich bin dort angesprochen worden von einem Syrer, der in Österreich lebt, die erste so lang erfolgreiche Integration, der hat auch beim Bundesheer gedient und so weiter und so fort. Der hat mich gefragt, ich habe da meine Verwandten gefunden, gibt es irgendeine Möglichkeit, ihn nach Österreich zu bringen? Und ich habe ihm gesagt, Schatz, ich kann Ihnen nur die Telefonnummer der österreichischen Botschaft in Agram gehen, berufen Sie sich auf mich, das angerufen haben, vielleicht können die Ihnen einen Rat geben, ich kann Ihnen nur sagen, schauen Sie bei nächster Gelegenheit, dass aus dem Lager rauskommen, wie auch immer, und dann müssen Sie halt überlegen, die Slowenen machen nicht auf, da werden Sie nicht durchkommen, da ist er dann auch nicht durchkommen, möglicherweise schaffen Sie es über die grüne Grenze, Kroatien, Ungarn, und dann Richtung Nikolsdorf. Und wie wir geredet haben und da das Interview auch mit seinen Verwandten gemacht haben, was durch den Dolmetscher ein gutes Interview hat, hat er nachher gesagt, gehen Sie lieber da weg, wir gehen jetzt da weg, denn wir haben gehört, in 30 Minuten gibt es da einen Wirbel und die werden dort stürmen. Die Polizei bin weggegangen, habe mit der kroatischen Polizistin geredet und habe gesagt, ist das alles, was ihr hier habt? Hat sie gesagt, ja. Und ich habe gesagt, gut, in 30 Minuten werde ich nicht mehr da sein. Ich habe mir relativ unglaublich angeschaut, 30 Minuten später waren sie nicht mehr da, nicht? Weil der Sturm über diese paar Absperrungen dort war und dann hat sich das also sozusagen über die Gemeinde verteilt, was von der Unterbringung natürlich auch das viel Bessere war, aber wenn es wenig Zeit gegeben hat, aber es hat noch nicht geregnet. Aber also der Eindruck der Polizeikräfte, eine völlige Überforderung, auf der anderen Seite viel zu wenig Züge, viel zu wenig Verkehrsmittel am Beginn, das hat sich erst dann gebessert mit dem Laufe der Zeit. Max Weber hat einmal gesagt, es gibt nicht nur eine Gesinnungsethik, sondern auch eine Verantwortungsethik. Und mir scheint, dass Journalisten gefordert sind, sich nicht nur einer Gesinnungsethik zu befleißigen, sondern auch einer Verantwortungsethik. Und daher bitte ich, dass wir noch einmal die UNHCR-Grafik zeigen. Schauen Sie sich einmal die Statistik an, ich hoffe, Sie können uns sehen. Das ist sind die Top 10 Nationalitäten. 55% Syrer, 14% Afghanen, dann haben wir Eritrea, 6%, Irak 4%, Nigeria, Pakistan und so weiter, Somalia. Also wenn Sie alles runterzählen, kommen Sie da auf etwa 91%. 9% sind nicht aufgelistet. 9% sind nicht aufgelistet. Deswegen, weil das aus lauter kleineren Gruppen sich zusammensetzt. Wenn wir uns die Gesamtzahl bisher im September anschauen, sind wir bei 520.000, macht 10% ungefähr an 50.000, mit denen wir hier zu tun haben. Die Grundfrage ist, wie unterscheiden sich diese Migrationsströme und Flüchtlingsströme von den Flüchtlingsströmen im ehemaligen Jugoslawien? Beim ehemaligen Jugoslawien gab es Migrationsströme oder Flüchtlingsbewegungen, wie übrigens auch in der Ukraine, die das Ziel hatten, wenn der Krieg vorbei ist, wieder zurückzukehren. Wenn Sie mit dem UNHCR in Belgrad reden, was ich getan habe, hat mir der deutsche Leiter des UNHCRs gesagt, alle unsere Gespräche, die wir geführt haben, das deckt sich auch mit den Gesprächen, die ich geführt habe, sind Menschen, die ihr Hab und Gut verkauft haben, die das Ziel haben, vor allem nach Deutschland zu kommen, Skandinavien oder auch dann zunehmend jetzt Österreich, die aber nicht mehr zurückkehren wollen. Daher bin ich der Meinung, abgesehen jetzt von allen Fragen, was ist mit Schengen, was ist mit Dublin, bin ich, wenn ich in Kroatien bin, dann noch Flüchtling oder müsste ich eigentlich im Grunde genommen dort ein Asylverfahren ansuchen. Das, womit wir es zu tun haben, ist nicht mit einer Flüchtlingswelle, wo die Leute wieder zurückkommen, sondern wir haben es zu tun mit einer Einwanderungswelle, die dazu führen wird, dass diese Menschen bleiben werden. Das ist etwas, was man, wie die Bundeskanzlerin Merkel, wollen oder begrüßen kann, mit dem natürlich auch Ergebnis, dass diese deutsche Willkommenskultur in den Medien, aber auch politisch formuliert, und das wird dann jeder Schlepper dort unten sagen und jeder Meinungsforscher natürlich einen guten Anteil hat, dass man diese Bewegung noch weiter angefacht hat.
Auf jeden Fall, wir haben uns darauf einzustellen, und das ist auch meiner Ansicht nach eine Aufgabe, die man in der medialen Berichterstattung wahrnehmen muss, dass diese Menschen bleiben werden. Ich habe in Botovo, das ist an der kroatisch-ungarischen Grenze, gefilmt, einen Zug, der dort angekommen ist, und im Zug waren 1300 bis 1500 Personen. Überlegen wir uns, wie viele Deutschlehrer wir brauchen werden, um 1300 bis 1500 Personen so weit zu bringen, dass sie sich integrieren können, dass sie die grundlegenden Sprachkenntnisse haben. Im ORF On war am 30. September 2015 ist der Raimund Becker als Vertreter von der Bundesagentur für Arbeit zitiert worden, die eine erste Profile von etwa 400.000 der zuletzt nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge erstellt hat. Diese habe ergeben, dass vor allem sehr, sehr junge Menschen nach Deutschland kommen, sagte Becker, 70% seien unter 30 Jahre alt, 55% sogar unter 25 Jahre. Diese Menschen, die heute zu uns kommen, sind nicht die Fachkräfte von morgen, das sind die Fachkräfte von übermorgen. Was machen wir aber morgen? Meine Anmerkung. Becker verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass 80% der Flüchtlinge ohne eine formelle Qualifikation im Sinne der deutschen Anforderungen seien. Die kommen nicht mit Zertifikaten einer Kammer her, die kommen in der Regel auch mit überhaupt nichts her. Zitat Ende. Welche Herausforderungen kommen auf unsere Gesellschaften zu, diese Menschen zu integrieren, für diese Menschen einen Arbeitsplatz zu finden? Ich glaube, dass das etwas ist, und ich möchte hier niemandem zu nahe treten, weil ich natürlich die deutsche und die österreichische Berichterstattung viel zu wenig verfolge, aber wo ich glaube, dass das Fragen sind, die wir nicht erst in 2 Jahren stellen müssen, sondern die wir jetzt stellen müssen, weil es entscheidende Fragen auch für die weitere Entwicklung dieses Landes sind. Aber zum Schluss, stellen wir überhaupt die richtigen Fragen? Und die Berichterstattung über die mühevolle Einigung am EU-Gipfel oder bei den EU-Gipfeln zu den Quotensystemen habe ich sehr wohl erlebt. Mir hat nur niemand die Frage beantwortet, wie möchte ich dieses Quotensystem durchsetzen? Wird es dann so sein, dass wir in ein Aufnahmelager in Salzburg, in Graz oder in Linz oder wo immer hingehen, eine Lotterie veranstalten und sagen, ihr 50 Ersten habt das Pech gehabt, ihr kommt nicht, ihr bleibt nicht bei uns, sondern ihr müsst nach Litauen. Dort ist die Finanzierung für Asylbewerber 100 Euro im Monat, in Deutschland ist sie ein Vielfaches. Und dann werden wir den nächsten 50 sagen, ihr müsst jetzt nach Portugal oder ihr müsst nach Rumänien oder nach Bulgarien. Werden wir sozusagen dann dort Gewalt anwenden, was ich mir nicht vorstellen kann und eigentlich auch nicht für wünschenswert halte, überhaupt nicht. Und selbst wenn die dorthin verfrachten, wie werden die dort bleiben? Denn wir haben ja eine Freizügigkeit in der Europäischen Union und das ist ja etwas, wo wir eigentlich der Meinung sind, dass das eine der Tugenden der EU ist. Also wo sind diese Fragen an politische Eliten bei Gipfeltreffen, die Stunden dauern und wo dann das als Kompromiss herauskommt? Noch eine letzte Anmerkung. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, sagt Wittgenstein im Tractatus Logico Philosophicus. Wie viele Menschen, wie viele Kollegen haben wir in österreichischen Redaktionen, die Arabisch sprechen? Sind wir überhaupt in der Lage, eine Berichterstattung zu gestalten, die zur Kenntnis nimmt, was im arabischen Raum oder in Ländern, in denen Arabisch gesprochen wird, abgeht? Ich lese derzeit gerade ein Buch über die ISIS, also den Islamischen Staat, das deswegen, weil natürlich immer wieder das ein Thema ist, auch in Migrationsströmen. Sind wir in der Lage zu erfassen, was angeblich in Saudi-Arabien eine Mehrheit der Bevölkerung für die ISIS eingestellt sei? Haben wir völlig vergessen, dass wir vor Monaten noch darüber berichtet haben, wie viele Österreicher, Deutsche und andere nach Syrien gegangen sind, um dort zu kämpfen? Es soll kein Mensch schlecht gemacht werden und es soll weder von der Gesundheitsversorgung bis zu irgendeinem anderen Themen eine Panik verbreitet werden. Aber gut gemeint ist das Gegenteil von gut, auch in der Berichterstattung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.